Auf meinem Blog habe ich dir ja schon einige Artikel und Videos zu Lerntipps und Lernhilfen gegeben. Da habe ich auch immer wieder darauf hingewiesen, dass man ab einem gewissen Punkt vielleicht einfach mal Nachhilfe braucht, wenn man den Unterrichtsstoff nicht mehr versteht. Und dafür habe ich mir für dich jetzt mal ein Nachhilfeportal näher angeguckt, was ich für sehr, sehr empfehlenswert halte. Darum geht es in dem Video. Und wenn du mit deiner Weiterbildung zum Betriebswirt fertig bist, gibt es dann natürlich durchaus die Möglichkeit, vielleicht nebenbei noch ein bisschen als Nachhilfelehrer zu arbeiten und damit Geld zu verdienen. Also viel Spaß dabei. Kommen wir zum ersten Eindruck. Also der ist durchaus positiv. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass das Menü sehr ordentlich und einfach strukturiert ist. Also hier oben sind so die allgemeinen Punkte: Login, Registrieren, Hilfe und FAQ. Hier ist nochmal das eigentliche Menü drin. Und was mir sofort nochmal ins Auge sticht, die Seite kommt direkt zum Punkt. Also man sieht hier oben das Auswahlmenü. Ich suche Nachhilfeschüler, Nachhilfelehrer oder auch Sprachpartner. Das Ganze im Umkreis um eine bestimmte Postleitzahl. Und so braucht man sich nicht erst durch sonst wie viele Seiten durchklicken. Also das macht auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Eindruck auf mich. Ja, wie geht's weiter? Wir sehen hier erstmal ein paar Fakten. Über 40.000 registrierte Nachhilfelehrer und Sprachpartner. Verifizierte Profile. Das heißt also, die Leute, die dort in der Datenbank sind, die sind auch wirklich aktuell mit Bewertungen und entsprechenden Kontaktdaten, sind keine Karteileichen. Und was natürlich noch gut ist, man kann als Nachhilfesuchender kostenlosen Nachhilfegesuch veröffentlichen, braucht also kein Geld bezahlen. Ja, dann gibt es noch eine Geld-Zurück-Garantie. Wenn man mit seinem Nachhilfelehrer nicht zufrieden ist, dann kann man entsprechend Geld zurückfordern und so minimiert man eben das Risiko, dass man für schlechte Leistungen Geld verbrannt hat. Fällt mir schon mal positiv auf und ich werde jetzt noch mal ein bisschen weiter in die Bewertung der Seite gehen, was mir gefällt und auch was mir vielleicht nicht ganz so gut gefällt. Was ist die Zielstellung von erste-nachhilfe.de? Eigentlich ganz logisch. Es ist eine Plattform, die bringt Nachhilfesuchende und Nachhilfeanbietende zusammen, stellt die Kontakte her und so sind eben beide Seiten zufriedengestellt. Jemand, der wirklich Probleme in der Schule hat, der bekommt Unterstützung. Jemand, der weiß, er kann ein bestimmtes Wissen anbieten, der kann jemandem helfen und so ist dann der Kreislauf geschlossen. Ja, was fällt noch auf? Also, die sind Mitglied bei an sich ganz namhaften Institutionen, Erfolgsfaktor Familie, Focus Online Schule und die Kundenauszeichnung von Economy haben sie auch bekommen. Also, da hat man sich wirklich Gedanken gemacht, wie man eine qualitativ hochwertige Dienstleistung anbietet und das wurde dann entsprechend von den hier aufgezählten Institutionen auch bestätigt. Ja, nach der Anmeldung bekommst du auf dein privates E-Mail-Postfach zunächst mal eine Bestätigungsmail. Das ist eine rechtliche Vorgabe, das sogenannte Double Opt-in-Verfahren, dass du diese Mail auf deine E-Mail-Adresse bekommst. Und wenn du dann bestätigst, dann kannst du dich entsprechend bei erste-nachhilfe.de anmelden. Und das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Also du kannst dir hier eine Mitgliederkategorie aussuchen. Ich suche Nachhilfe, ich biete Nachhilfe oder ich suche jemanden, der mir eine bestimmte Sprache beibringt. Dann natürlich die entsprechende Form, also Anrede, Herr oder Frau, Vorname, Nachname und den entsprechenden Status, also bin ich Student, Lehramtsstudent oder wie auch immer. Und hier kannst du noch dein Geburtsdatum angeben. Da wird auch nochmal darauf hingewiesen, das Feld ist privat, das siehst nur du, genauso wie deinen Nachnamen. Ja, wenn es so ist, dass du das Ganze professionell anbietest, also als Firma, dann hast du dich hier entsprechend auch wirklich als Firma zu registrieren, muss man im Voraus sagen. Dann würde es Geld kosten. Für Privatpersonen ist das kostenfrei. Und dann musst du hier eben nochmal deinen Firmensitz und alles weitere angeben. Hier siehst du einen Punkt, ich habe die AGB und die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere sie. Ganz wichtiger Hinweis von meiner Seite aus, lest dir das wirklich im Vorfeld durch. Wenn du bestimmte Fragen hast, dann stell die im Voraus, bevor du das bestätigst und bitte nicht einfach blind anklicken, jawohl, da bin ich mit einverstanden, sich dann anmelden und hinterher beschweren. Ja, hier kannst du noch deinen Benutzernamen angeben und entsprechend ein Passwort einlegen und dein Passwort bestätigen. Ich mache das jetzt Ganze mal, wenn das Video abgeschaltet ist, weil du brauchst meine Benutzerdaten natürlich nicht sehen. Und wir sehen uns gleich wieder.
Nach der Anmeldung geht es hier entsprechend weiter. Also hier kannst du angeben, ich biete an als Privat- oder Einzelnachhilfelehrer oder auch als Institut. Hier kannst du die Fächer angeben, in denen du Unterstützung geben willst. Also ich mache das mal mit Deutsch, Englisch, Mathematik. Das Ganze von Klasse 1 bis zum Beispiel 10, je nachdem, wie sicher du dich fühlst und wo du Unterricht geben kannst. Und Titel meines Angebots, da kannst du entsprechend angeben, erfahrener Nachhilfelehrer zum Beispiel oder auch Einsteiger, je nachdem. Ja, da musst du einfach dich selber beschreiben, was du so anbietest, wie du dich selber einschätzt und dann geht das entsprechend weiter. Jetzt hier der Punkt, bietest du Online-Nachhilfeunterricht an? Nein, nur online oder egal. Also ich würde es nur persönlich machen, bleibt natürlich letztendlich dir überlassen. Und hier kannst du die entsprechenden Sprachen noch angeben. Gut, ansonsten hier Einzelunterricht, Gruppenunterricht oder beides. Musst du wissen, wie viel du dir zutraust, ob du da zum Beispiel zwei Schüler aus einer Klasse entsprechend unterrichten kannst. Und das musst du letztendlich für dich wissen. Hier die Qualifikation, die du anbietest und die entsprechende Unterrichtserfahrung. Ja, hier stehen jetzt meine Preise. Also hier ist für eine Schulstunde 45 Minuten. Ich würde dir empfehlen, pro Schulstunde ungefähr so 12 bis 15 Euro zu nehmen. Das ist ein angemessener Preis. Je nachdem musst du natürlich immer für dich wissen. Vielleicht fährst du ein bisschen weiter zu deinen Nachhilfeschülern, musst noch die Fahrtkosten geltend machen. Aber da musst du einfach für dich einen passenden Preis fest angeben. Ja, hier siehst du deine Verfügbarkeit. Wann kannst du? Also zum Beispiel abends nach Feierabend, 17 bis 21 Uhr. Mittwochs machst du selber Sport, hast keine Zeit. Donnerstag, Freitag geht. Einfach, wie es bei dir passt. Und so haben Nachhilfesuchende wirklich gleich wichtige Informationen, falls es nicht passen könnte. Hier kannst du deine Kontaktdaten angeben, wie du Lust hast. Und anschließend klickst du einfach auf Speichern. Das war's. Gut, jetzt kriege ich natürlich gleich eine Fehlermeldung. Bitte gib eine kurze Beschreibung für dein Angebot ein. Also, erfahrener Nachhilfelehrer mit 2 Jahren Erfahrung, was auch immer auf dich zutrifft. Gut, und dann geht's jetzt hier weiter. So, jetzt kommt hier die Bestätigung. Du hast dein Nachhilfeangebot erfolgreich aufgegeben. Es muss noch freigeschaltet werden. Und hier hast du dann die Wahl, Top-Anbieter zu werden. Da kannst du dann dein Angebot nochmal ein bisschen hervorheben, farblich untermalen. Kostet im Gegenzug Geld. Musst du wissen, ob es dir wert ist. Und da hast du immer eine ganze Menge Möglichkeiten, wie du das entsprechend angeben kannst. Ja, dann erstmal so viel dazu. So, sehen wir uns das Ganze einfach mal im Praxistest an. Also, wir haben hier die Möglichkeit, Nachhilfelehrer, Nachhilfeschüler oder Sprachpartner. Gehen wir davon aus, du bist mit deiner Weiterbildung fertig, suchst einen Nachhilfeschüler, kannst du hier eingeben. Dann hier die Postleitzahl, also 34117 ist eine Kasseler Postleitzahl und wir nehmen hier einen Umkreis von 25 Kilometern. Ja, dann klicken wir ganz einfach auf Finden. Bekommen hier dann die entsprechenden Profile angezeigt. Das sind insgesamt 80. Aus Datenschutzgründen blende ich hier mal ein paar Sachen aus, damit man nicht sieht, wer das ist. Und ansonsten bekommst du teilweise auch Bilder angezeigt. Aber wie gesagt, das möchte ich hier entsprechend mal vermeiden. Und jetzt können wir noch hier die Klasse angeben, 1 bis 6, 7 bis 10 und so weiter, dass du wirklich genau für dich rausfiltern kannst, wen du entsprechend unterstützen willst. Ja, wo hast du die Möglichkeit hier, egal beim Schüler oder beim Lehrer? In der Regel ist es so, dass der Nachhilfelehrer zum Schüler hinfährt, muss aber nicht sein. Von daher ist das an sich auch eine ganz sinnvolle Auswahlmöglichkeit. Ja, zuletzt aktiv finde ich auch wiederum sehr sinnvoll. Hier kannst du zum Beispiel angeben, dass die innerhalb von dem letzten Monat aktiv waren, weil wenn jemand zum Beispiel länger als 3 oder sogar länger als 6 Monate nicht mehr aktiv war, dann ist es ja wahrscheinlich, dass derjenige jemanden gefunden hat und keine Hilfe mehr braucht. Ja, gucken wir uns das Ganze noch mal ein bisschen näher an. Wir haben hier gleich oben den ersten Nachhilfesuchenden. Sucht also Prüfungsvorbereitung Teil 1 und 2 in Mathematik und Rechnungswesen für die Berufsschule.
Wir haben hier noch ein bisschen näheres Profil. Hier ist das entsprechend angezeigt, was der haben möchte, wo er unterrichtet werden möchte und was er bereit ist zu bezahlen. Also 5 bis 15 € pro Unterrichtseinheit. Wie gesagt, als Nachhilfelehrer 15 € pro Unterrichtsstunde sollte man schon nehmen. Das finde ich angemessen. Und wenn du nicht ganz so weit zu fahren hast, dann ist es entsprechend so. Dann brauchst du auch nichts für die Anfahrt benutzen. Ja, um demjenigen eine Nachricht zukommen zu lassen, klickst du ganz einfach, musst du dich hier einloggen und wenn du das gemacht hast, dann kannst du demjenigen eine Nachricht schreiben, bekommst vielleicht sogar eine Telefonnummer angezeigt und kannst den direkt kontaktieren. Ja, das zunächst mal zur Benutzung von Erster Nachhilfe. Was mir gut gefällt, findest du jetzt im nächsten Teil von dem Video und bis gleich. Ja, was gefällt mir gut bei erste-nachhilfe.de? Also, wie eingangs schon gesagt, die Menüführung ist absolut übersichtlich. Man hat wirklich nur die wesentlichen Punkte, wo es drauf ankommt. Man findet sich sofort zurecht. Und ganz wichtig ist natürlich noch, dass man wirklich Nachhilfeschüler und Lehrer ganz einfach findet. Wirklich auf der ersten Seite weiß man sofort, worum es geht. Und da finde ich noch äußerst positiv, dass man da einen Umkreis nach Postleitzahlen definieren kann und auch die Zeit, wann der Lehrer oder Schüler das letzte Mal aktiv war. Und so weiß man natürlich wirklich, wer aktuell noch an Nachhilfe interessiert ist und braucht sich nicht mit irgendwelchen Karteileichen abzugeben. Ja, dann würde ich noch gern hervorheben, dass die Zeiten, wann jemand verfügbar ist und die Zahlungsbereitschaft auch wirklich direkt in den Profilen drinstehen. Weil wenn man merkt, jemand sagt, ja gut, ich gebe dir dann für eine Stunde 5 €, da sagt man als Nachhilfelehrer ja natürlich auch, ja schönen Dank, dann such dir jemanden anders. Da ist meine Arbeit einfach mehr wert. Und da kann man gleich sehen, wer einfach bereit ist, seine Arbeit zu schätzen zu wissen und wer nicht. Ja, ansonsten die Datenbank ist eben aktuell über 40.000 Profile. Und so hat man wirklich keine Karteileichen. Ja, normalerweise gehört zu einer Pro- und Kontra-Analyse natürlich auch das Kontra dazu. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe nichts gefunden, was ich jetzt wirklich direkt bemängeln werde. Und das Einzige, was vielleicht nicht ganz so schön ist, wenn man sich anmeldet, findet keinen Lehrer oder Schüler, dann hat man Zeit vertan. Aber das ist aus meiner Sicht auch nichts Schlimmes. Und deswegen halte ich das Angebot von erste-nachhilfe.de wirklich für sehr, sehr interessant. Für diejenigen, die das Video jetzt über YouTube sehen, unter dem Video findest du nochmal einen Link auf meinen Blog und da eine entsprechende Verlinkung zu erste-nachhilfe.de, dass du wirklich direkt zur Seite kommst. Und für diejenigen, die im Blog sind, wie gesagt, auch direkt unter dem eingebetteten Video hier findest du den entsprechenden Link zu Erste Nachhilfe. Ja, ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video.